So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Gericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Ein Programminterview steht an heute mit Georg Meyer, der nicht nur Thüringer Innenminister ist, sondern eben auch Vorsitzender der Thüringer SPD und Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands im Thüringer Landtagswahlkampf. Am 1. September wird ein neues Parlament gewählt. Der Wahlkampf läuft. Wie läuft's? Läuft gut. Also ich habe ein gutes Gefühl, das, was ich auf der Straße so erlebe. Und ich bin jetzt natürlich überall unterwegs, im ganzen Land, von früh bis spät. Gibt auch kein Wochenende mehr. Ist so, ist auch gut so. Jetzt heißt es raus an die Leute. Und unterm Strich, was ich da bei den persönlichen Gesprächen erlebe, ist ja positiv. Also wir kommen da vielleicht später nochmal zurück. Aber welche fünf Hauptthemen, wir können natürlich jetzt nicht 120 Seiten Wahlprogramm durchgehen, aber fünf Hauptthemen wollen wir schon mal abfragen. Was würden Sie als Spitzenkandidat der SPD da vorwegbringen? Welche fünf Hauptthemen vertritt die SPD in diesem Landtagswahlkampf? Da muss man jetzt auch nicht 400 Seiten Wahlprogramm wälzen, sondern man kann auch auf unsere Plakate blicken. Das ist sehr klar, sehr deutlich. Klar und deutlich heißt ja auch unser Slogan, worum es ums geht. Das sind die sozialen Themen, die im Vordergrund stehen. Also insbesondere das Thema Rente, das Thema Löhne, das Thema Bildung, das Thema Pflege und das Thema Sicherheit. Und da sind wir sehr klar. Klare Botschaften, die Menschen auch sofort erfassen können und aber auch überprüfen können. Und ich sage es gleich schon vorneweg, weil es natürlich versucht wird, auch in die Ecke zu schieben, das sind Wahlversprechen, die können die sowieso nicht einhalten. Doch, die können wir einhalten. Dazu kommen wir vielleicht nochmal. Fangen wir doch mal an mit Thema Rente. Was will die SPD da machen? Das ist das wichtigste Thema. Weil, und ich komme gerade von einem Infostand hier in Erfurt, und das wird immer und immer wieder angesprochen. Es wird natürlich auch beklagt. Warum sind die Renten in Thüringen die niedrigsten in ganz Deutschland? Warum ist das 34 Jahre nach der deutschen Einheit noch so? Und zwar mit deutlichem Abstand sogar. Das kann doch nicht sein. Also es ist so, dass das natürlich das Ursachen hat, insbesondere in der Nachwendezeit. Viele Menschen waren arbeitslos, viele haben nur geringe Löhne bekommen und das wirkt sich natürlich aus. Ich meine gar nicht so sehr die Generation, sag ich mal, die zu DDR-Zeiten schon in die Rente eingezahlt hat, sondern die Generation der DDR-Babyboomer, sage ich jetzt mal. Also auch unsere Generation, die dann bald in Rente gehen wird. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre und ein bisschen früher. Die gehören vor allen Dingen dazu, dass es dazu kommt, dass eben das Rentenniveau hier in Thüringen so niedrig ist. Und da müssen wir was dagegen machen. Jetzt sagen viele, das ist doch überhaupt nicht euer Thema. Das ist ein Bundesthema. Und ich sage, doch. Es ist mein Thema und ich kann auch was dagegen machen. Ich kann es erstmal auf die Tagesordnung setzen, bundesweit. Und das Thema, was ich ja in den Vordergrund stelle, ist 500 Euro Weihnachtsgeld für Grundrentnerinnen und Grundrentner. Und das ist auch finanzierbar. Also eine Einmalzahlung für diese Menschen, die besonders wenig Rente bekommen. Und das ist so, dass in Thüringen über 50.000 Menschen diese Grundrente bekommen. Also das ist, die Rente wird nochmal künstlich aufgestockt für all die Menschen, die 35 Jahre und mehr gearbeitet haben. Die bekommen von uns diese 500 Euro Weihnachtsgeld als ersten Schritt. Und das muss ich natürlich erstmal aus dem Landeshaushalt finanzieren. Das geht auch. Kostet 27 Millionen, ist kein Pappenstiel, aber vieles andere war viel teurer, was wir da ausgegeben haben. Also dieses Geld sollte vorhanden sein. Und dann, wie gesagt, als erster Schritt, und dann muss sich der Bund um das Thema kümmern. Es kann nicht sein, dass 34 Jahre nach der deutschen Einheit es immer noch diese sozialen Unterschiede gibt. Und ich freue mich, dass Dietmar Woidke, der Ministerpräsident aus Brandenburg, genau das Thema auch aufgegriffen hat. Und das ist wichtig. Und dann muss der Bund natürlich im späteren, sag ich mal, das auch für sich regeln, also die Grundrente anpassen, aber generell das Rentenniveau muss steigen. Aber der Bund ist der Bund und das Land ist das Land und wir bleiben mal bei den Landesthemen. Sie sagen also, mit einer SPD in Regierungsverantwortung wird es eine solche Einmalzahlung geben? Ja, das werde ich sogar zur Bedingung machen. Ich werde sagen, oder ich sage jetzt hier auch sehr deutlich, auch in die Kameras. Die 500 Euro Weihnachtsgeld für Grundrentnerinnen und Grundrentner ist für mich gesetzt. Wir werden in keine Koalition einsteigen, wo das nicht vereinbart ist. Und wie gesagt, das,
kostet etwas, 27 Millionen habe ich schon gesagt, aber die CDU hatte in der letzten Legislatur 45 Millionen dafür ausgegeben, die Grunderwerbsteuer zu senken. Also dafür war Geld da, für Immobilienbesitzer war Geld da, jetzt muss es auch für die Rentner da sein. Die SPD ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit und hier ist etwas nicht gerecht. Und wenn wir uns fragen, warum auch populistische Parteien oder die AfD hier so viel Zulauf hat, wenn man ein bisschen tiefer bohrt, das sind die tieferen Ursachen, die Ungerechtigkeiten, die immer noch existieren. Und ich werde auch nicht müde, das auf Bundesebene anzusprechen. Ich habe diesbezüglich auch schon Olaf Scholz angesprochen, ich habe das im Bundesvorstand angesprochen. Es gibt da eine gewisse Zurückhaltung, weil das natürlich auf Bundesebene enorm viel kosten würde. Aber die Kostenfrage kann nicht entscheidend sein über Gerechtigkeitsfragen. Ein zweites Thema, das Sie angesprochen haben, war das Thema Löhne. Auch hier gilt, eigentlich haben die auf die Lohnentwicklung wenig Einfluss. Ne? Ist ja nun eine autarke Geschichte. Was sagt die SPD, soll da geändert werden? Oder wofür will die SPD nach der Landtagswahl stehen? Wir stehen für 15 Euro Mindestlohn. Natürlich haben Sie recht. Der Mindestlohn wird festgelegt in der Mindestlohnkommission, aber wir haben ein anderes Instrument, um dafür zu sorgen, dass die 15 Euro gesetzt sind, indem wir die sogenannten Vergaberichtlinien so definieren, also wer einen staatlichen Auftrag haben will, der muss nachweisen oder der sollte tarifgebunden sein oder aber einen vergabespezifischen Mindestlohn, so sagt man, bezahlen und den wollen wir auf 15 Euro anheben. Dann können wir über diese Schiene natürlich Druck machen. Aber auch das ist klar, wir kämpfen natürlich auch auf Bundesebene dafür, dass diese 15 Euro generell gelten, also Mindestlohn festgesetzt werden. Und da habe ich ja den Bundeskanzler schon als Verbündeten, der hat das auch gesagt. Er hat gesagt, einen ersten Schritt auf 14 und dann 15 Euro. Dafür steht die SPD und die Thüringer SPD macht den ersten Schritt. Und in der Thüringer Landtagswahl das von wegzustellen, ist auch legitim aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ein Landesgesetz, das Vergabegesetz. Da können wir das reinschreiben, um den Druck zu erhöhen. Wissen Sie, wir reden hier über Fachkräftemangel und so weiter. Das beste Instrument zur Bekämpfung des Fachkräftemangels sind gute Löhne. Weil die Menschen werden nicht hier bleiben, wenn Thüringen weiterhin ein Niedriglohnland bleibt. Das hat die CDU über Jahrzehnte propagiert an Investoren. Kommt zu uns, hier werden die niedrigsten Löhne gezahlt. Das ist etwas, was sich jetzt fatal auswirkt. Wir sprachen ja eben über die Rente. Ja, das sind die Folgen dieser Politik. Und wir müssen dagegen vorgehen. 15 Euro, wenn die bezahlt werden, kann ich sicher gehen, dass ich später im Alter nicht in der Armut lande. Das ist armutsfest. Deswegen die 15 Euro, haben wir durchgerechnet, ist jetzt notwendig. Die Inflation ist ja auch nach oben gegangen. 30% sind Lebensmittel in den letzten zwei Jahren teurer geworden. 30%. Und da ist es halt, wenn man in der Kaufhalle steht und nicht so viel Reserven hat, dann heißt es ja teilweise Verzicht. Und das will ich nicht akzeptieren, dass wir existenzielle Dinge plötzlich in Frage stellen oder stehen, weil die Leute nicht ordentlich bezahlt werden. Jetzt sind die Löhne in letzter Zeit gestiegen, aber natürlich erstmal nur die Tariflöhne, weil ganz wenig Unternehmen hier in Thüringen, also nicht ganz wenig, aber leider zu viel, sind nicht tarifgebunden. Das ist ein weiteres Problem. Tarifbindung ist die Grundlage für gute Arbeit. Dafür kämpfen wir. Dann können Sie aber Unternehmen nicht in Tarifbindung zwingen. Nein. Ich kann nur dafür werben. Und ich höre immer wieder, ich war gerade auch bei einem Unternehmen in Ilmenau, ich werde den Namen jetzt nicht weiter sagen, da hat mir der zuständige Geschäftsführer gesagt, wir werden dem Tarif beitreten. Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, Fachkräfteersatz zu bekommen. Und es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Andere Unternehmen haben das schon für sich entschieden, auch in meinem Wahlkreis, in Tambach-Dietharz gibt es ein gutes Beispiel. Die zahlen schon seit Jahren Mindestlohn und haben die 35-Stunden-Woche eingeführt. Also in diesem Wettbewerb um die Talente, um die Fachkräfte muss die Wirtschaft was machen. Und wir fordern sie halt auch nochmal nachdrücklich darauf auf, jetzt die 15 Euro als Mindestlohn zu zahlen. Dann kriegen sie auch wieder staatliche Aufträge. Ein weiteres Thema, das Sie genannt haben, ist die Bildungspolitik. Und was soll denn aus Sicht der SPD, die ja auch 10 Jahre in der rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit am Regierungshebel saß, aber was muss sich ändern? Was hat vorher nicht geklappt? Also Bildung ist ein ureigenes sozialdemokratisches Thema. Es ist vielleicht sogar das zentrale Thema. Die SPD in den 50er und 60er Jahren stand dafür, Aufstieg durch Bildung. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich bin in meiner Familie der Erste, der Abitur machen konnte. Früher konnte man das gar nicht bezahlen.
Aber für mich war es möglich. Ich konnte Abitur machen, ich konnte dann eben auch studieren und habe jetzt, sag ich mal, die Möglichkeit, die Grundvoraussetzungen geschafft, auch für einen sozialen Aufstieg. Das muss wieder mit Leben gefüllt werden. Wir waren in der Koalition nicht für das Thema verantwortlich. Natürlich ist eine Koalition immer auch, hat eine Gesamtverantwortung. Und ich weiß auch, dass Helmut Holter sehr viel dafür getan hat. Insgesamt wurden über 7000 Lehrer eingestellt, weil wir die Folgen auch der Sparpolitik der CDU davor war eben, dass sehr viele Lehrerstellen weggefallen sind. Und das muss man jetzt mühsam umdrehen. Es geht aber. Wissen Sie, ich bin für das Thema Polizei zuständig. Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben keinen Nachwuchsmangel. Wir haben 7-mal mehr oder fast 8-mal mehr Bewerberinnen und Bewerber auf unsere offenen Stellen. Also haben wir wohl offensichtlich einiges richtig gemacht. Eine gute Bezahlung bei der Polizei, ein gutes Arbeitsumfeld, optimale Ausrüstung, Ausbildung und auch eine Wertschätzung dem Beruf entgegenzubringen. Ich glaube, Lehrerinnen und Lehrer leiden zurzeit sehr darunter, dass sie manchmal Situationen vorfinden, dass plötzlich Eltern auf der Matte stehen und sagen, warum hat mein Sohn eine 4 bekommen oder meine Tochter eine 5, das kann doch nicht sein, drohen mit dem Anwalt und so weiter und so fort. Der Beruf hat in letzter Zeit wirklich gelitten an Ansehen. Wer tut sich das noch an? Und da müssen wir uns fragen, ist das etwas, da geht es erstmal gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht nur um das Ansehen. Aber ich will das nicht auf die Lehrersuche begrenzen oder den Lehrermangel. Wir müssen auch weitere Dinge machen. Wir haben die Gemeinschaftsschule eingeführt. Die SPD hat die Gemeinschaftsschule in Thüringen eingeführt. Längeres gemeinsames Lernen. Ich möchte, dass diese Gemeinschaftsschule als Modell weiter wächst. Mehr Gemeinschaftsschulen auch gegründet werden, weil das ist ein Erfolgsrezept. Und was ganz zentral ist, und dann kommen wir wieder zu den Wahlplakaten, da steht nämlich drauf, kostenfreies Mittagessen für Kinder im Kindergarten und in der Schule. Bildung fängt beim Mittagessen an. Hört sich komisch an, ist aber so, weil viele Eltern ihre Kinder abmelden, auch aus Kostengründen. Und das darf nicht sein. Ein gesundes, warmes Mittagessen muss in unserem Land, in diesem reichen Land, muss doch das möglich sein, dass wir unseren Kindern das bieten. Die brauchen das für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Und war Metz in 10 Jahren Rot-Rot-Grün noch nicht geklappt? Also wir sind die Ersten, die das jetzt auch massiv einfordern. Wir haben ja auch schon Verbesserungen erzielt. Kostenfreies Kindergartenjahr 2 gibt es mittlerweile, um auch Bildung kostenfrei zu machen. Sind wir ja auf einem guten Weg. Da haben wir ja auch schon Fortschritte erzielt, Erfolge erzielt. Aber es muss weitergehen. Und wenn man, was wir ja auch fordern, ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr einführen, dann ist Bildung kostenlos vom Anfang an. Und das ist auch wichtig. Und das entlastet auch Eltern. In der Summe um die 2000 Euro im Jahr. Sie hatten vorhin schon gesagt, wesentliches Thema ist im sozialpolitischen Bereich zu suchen. Dazu gehört natürlich auch die Gesundheitspolitik. Nun kann man Ärzte nicht per Dekret aufs Land zwingen, aber welche Mittel und Möglichkeiten sieht die SPD, um die Gesundheitsversorgung insbesondere im ländlichen Raum sicherzustellen? Das ist ein ganz heikles Thema, weil es gibt gerade eine Krankenhausreform, die hat es durchaus in sich, aber sie ist notwendig. Nirgendwo auf der Welt wird so häufig operiert wie in Deutschland. Nirgendwo auf der Welt werden so häufig Hüftgelenke operiert oder die Gallenblasen entnommen. Meine gehört dazu. Das kann doch nicht sein, weil diese Kosten tragen wir ja alle. Irgendwo besteht ein Anreiz, zu viel zu operieren. Deswegen muss sich das ändern. Der Anreiz muss weg, dass operiert wird. Das ist aber nur, sage ich mal, der Kern des Problems. Jetzt brauchen wir natürlich Strukturen im Krankenhausbereich, dass es gute, wie soll ich sagen, sehr, sehr gute Kliniken gibt auf höchstem Niveau, die schwierigsten Operationen sehr, sehr gut machen können, weil sie sie häufig machen. Und dann brauchen wir die Grundversorgung, gerade im ländlichen Raum. Friedrichroda ist das beste Beispiel. Ich habe ja lange dort gewohnt und die Klinik ist für die ganze Region sehr wichtig. Sehr, sehr viele Menschen wurden dort geboren. Wenn Sie mal in die Pässe gucken von Menschen aus der Region, die allermeisten sind dort geboren. Also es braucht solche Grundversorgungszentren und es braucht auch Kliniken und da gehört Friedrichroda dazu. Die liefern jetzt schon einen hohen Standard und die müssen natürlich auch finanziell in die Lage versetzt werden, diesen Veränderungsprozess zu überstehen. Also es darf kein Krankenhaus in Thüringen schließen, aus diesen Gründen. Und was den Ärztemangel anbelangt, auch das ist wieder eine Erfahrung, wenn ich draußen bin, wenn ich am Infostand bin,
kommen gerade Ältere auf mich zu und ich mache mir Sorgen. Mein Hausarzt ist auch schon etwas älter, der wird bald aufhören. Kommt da jemand nach? Und das ist eine große Frage, weil oft kommt niemand nach. Die Praxen werden der Reihe nach aufgelöst. Betrifft im Übrigen auch Apotheken. Das heißt, wir müssen für Nachwuchs sorgen und müssen da Anreize setzen. So wie zum Beispiel auch bei der Lehrergewinnung ist es uns jetzt gelungen, durch die Einführung des dualen Studiums, dass man während des Studiums schon verbeamtet wird quasi und schon Geld bekommt und trotzdem noch in der Ausbildung ist. Und so ähnlich stelle ich mir das auch bei den Ärzten vor, dass wir Stipendien vergeben für die, die dann aber auch unterschreiben, dass sie nach ihrem Medizinstudium im Land bleiben. Und außerdem brauchen wir, wissen Sie, wenn jemand 1.0 im Abi hat, heißt das noch nicht, dass er ein fähiger Arzt wird. Wir müssen auch die Möglichkeit schaffen, dass über andere Kanäle, ich bin ja auch für das Thema Rettungswesen zuständig, da gibt so viele Notfall- und Rettungssanitäter, die richtig gute Arbeit geleistet haben und schon richtig viel können. Wir müssen hier die Möglichkeit eröffnen, dass die sich auch bis hin zum Medizinstudium vorarbeiten können. Also eine Durchlässigkeit haben, dann wird es auch was. Aber das ist etwas, was mir total am Herzen liegt. Und das sind auch die Themen, über die ich reden möchte. Ich erlebe draußen, wenn ich mir die Plakate der anderen angucke, da wird sehr viel über Krieg und Frieden gesprochen und so weiter. Alles in Ordnung. Aber das können wir hier in Thüringen nicht entscheiden. Wir müssen solche Dinge entscheiden und auch dafür sorgen, dass wir hier eine Zukunft haben als Land mit einer schrumpfenden, immer älter werdenden Bevölkerung. Gutes Stichwort, weil diese Bevölkerung natürlich auch vor allem auf dem Land, auf den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, angewiesen ist teilweise. Auch hier hat man nicht alle Ziele in den vergangenen Jahren erreicht. Der ÖPNV ist nach wie vor ein Sorgenkind, auch für Kommunen, auch wenn sich die Situation nicht nur wegen dem Deutschlandticket verbessert hat. Welche Vorschläge hat die SPD dafür, den ÖPNV auf sichere oder bessere Füße zu stellen? Tatsächlich ist es so, die Daseinsvorsorge, sage ich jetzt mal, gerade im ländlichen Thüringen, ist von enormer Bedeutung. Da gehört ÖPNV oder Mobilität auch dazu. Es ist halt schwierig, in Landstrichen, wo die Bevölkerung immer weiter schrumpft, dasselbe Niveau an Mobilität, Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter aufrechtzuerhalten. Für immer weniger Menschen das gleiche Niveau. Das ist rein betriebswirtschaftlich fast unlösbar, die Aufgabe. Aber es muss sein, weil wir wollen ja nicht, dass der ländliche Raum weiter an Boden verliert. Also noch mehr Leute dort wegziehen. Und dem kann ich entgegenwirken, indem ich einfach ÖPNV anbietet, der eben zum Beispiel jungen Menschen es ermöglicht, auch noch mal abends irgendwo hinzukommen oder in die Schule zu kommen oder zum Ausbildungsplatz zu kommen und Ältere natürlich an Einrichtungen, gesundheitliche Einrichtungen und so weiter. Jetzt gibt es die Möglichkeit durchaus auch mal, in meinem Wahlkreis gibt es eine Diskussion, die Oratalbahn wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist eine Eisenbahnlinie, die wurde vor 10 Jahren ungefähr oder ein bisschen länger eingestellt, obwohl das alles im hervorragenden Zustand ist. Da muss das Land noch mal Geld in die Hand nehmen, dass die Taktung auch so ist, dass man quasi im Stundentakt überall wegkommt. Aber das gibt es nicht zum Nulltarif. Das muss man wissen. Das kostet Geld und da müssen wir uns die Frage stellen, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, wie geht man mit den knappen Ressourcen um. Also ein gutes Stichwort. Aber wenn ich noch eine Sache zu ergänzen darf. Ich war neulich beim Nahverkehrsunternehmen ganz im Osten von Thüringen, Altenburg. Das Thema Rufbus wird dort sehr intensiv erprobt. Das heißt, ich muss nicht immer eine Linie mit einem großen Bus in jede kleine Ortschaft legen, sondern es reicht eben auch durch Anrufe dann die entsprechenden Rufbusse dorthin zu bekommen. Das funktioniert anscheinend sehr, sehr gut. Also es gibt auch innovative Ansätze in der Mobilität, die durchaus gar nichts kosten, vielleicht sogar kostengünstiger sind. Ich habe ein Thema 5 Sicherheit gesagt, da will ich aber an der Stelle mal kurz breaken und will auch nochmal zurückkommen, weil Sie ja bei vielen der 5 Themen auch gesagt haben, es kostet Geld. Nun hat der Etat des Landes im kommenden Haushalt, die Meinungen gehen auseinander über die Größe, manche sagen 700 Millionen, manche sagen 1,2, manche sagen 1 Milliarde fehlt im Haushalt für das kommende Jahr. Das Geld fehlt, ist aber außerhalb der Diskussion. Und nun ist die Frage, wenn man neue Taten macht, die ja auch Geld kosten, muss man ja irgendwo sparen. Wo würde denn die SPD sparen? Naja, wir hätten zum Beispiel nicht das nicht gemacht, was die CDU gemacht hat, also durch
Absenken der Grunderwerbsteuer, sage ich mal 45 Millionen an Haushaltsvolumen einfach mal so herzuschenken. Das hätten wir zum Beispiel nicht gemacht. Natürlich muss man sich vor Augen halten, was sind nochmal konsumtive Ausgaben und was sind auch investive Ausgaben. Und für letztere, für die investiven Ausgaben ist ganz wichtig, dass da auch die Möglichkeit bestehen muss, so etwas auch über Kredite zu machen. Und es wird ja von der CDU und auch von der FDP so getan, als ob das alles Teufelszeug wäre, weil nachfolgende Generationen ja die Kredite zurückbezahlen müssen. Aber jetzt mal mit Verlaub, was müssen nachfolgende Generationen bezahlen für eine marode Infrastruktur? Das erleben wir jetzt bei der Bahn, also bei der Deutschen Bahn. Dieses Argument kaufe ich nicht. Ich bin Betriebswirt. Ich weiß, dass Investitionen in der Wirtschaft regelmäßig über Kredite finanziert werden. Wer ein Haus kaufen will, der kauft das nicht aus dem Eigenkapital, der braucht auch eine Kreditfinanzierung. Also für die investiven Bereiche bin ich dafür, durchaus das Thema Kreditfinanzierung in den Blick zu nehmen. Das erweitert die Spielräume. Und ich hoffe, dass da auch die Koalitionspartner, so wir dann auch in der Landesregierung eintreten, dafür offen sind. Wie gesagt, es gibt aber auch konsumtive Ausgaben, wo wir sehr genau hinschauen müssen. Wenn es sich um Gehälter zum Beispiel für Polizisten handelt, da würde ich sagen, das wird nicht reduziert, aber es gibt andere Möglichkeiten, das muss man sich im Haushalt angucken. Dass wir auch in Zukunft sparen müssen, ist vollkommen klar. Aber irgendwelche Abenteuer, dass man tatsächlich dann ein Geschenk gemacht, wie ja auch Vorgängerregierungen, die ja quasi die Abwasserbeiträge abgeschafft haben oder auch die Straßenausbaubeiträge, das war nicht meine Idee. Das wollte unbedingt die Linkspartei und die CDU und das kostet uns jedes Jahr 40 Millionen Euro. Jedes Jahr, bis in alle Ewigkeit. Das sind Kostenfaktoren, wo ich sagen würde, das sind Lasten aus der Vergangenheit. Das heißt, Sie glauben, dass sich Wahlversprechen wie diese auch umsetzen und finanzieren lassen? Das ist so. Wir haben das auch durchgerechnet. Natürlich wird es ein hartes Ringen geben, aber ich sag's nochmal, das Weihnachtsgeld zum Beispiel, die 27 Millionen für die nächsten 5 Jahre, die müssen vorhanden sein. Das ist nicht die Welt. Das bringt uns nicht um, aber es ist ein ganz wichtiges Zeichen auch der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit muss gestärkt werden in diesem Land und gerade auch in Thüringen. Und dafür muss Geld da sein, weil sonst fliegt uns der Laden auseinander. Wir müssen schauen, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben. Und Demokratie ist immer dann stabil, wenn es gerecht zugeht. In den Ländern, die sehr gerecht strukturiert sind, zum Beispiel in Skandinavien, da ist die Demokratie sehr stabil. Und da, wo es ungerecht zugeht, ist, wackelt es. Und das möchte ich nicht. Aber auch in Skandinavien gab es in den vergangenen Jahren klare Anpassungen oder Korrekturen, zum Beispiel bei der Migrationspolitik. Bevor wir jetzt zu diesem Thema nochmal kommen, weil es einfach auch angesprochen werden muss, nochmal zum Thema Sicherheit. Bereuen Sie ein bisschen jetzt im Nachgang, dass Sie das Thüringer Innenministerium übernommen haben und nicht das Sozialministerium? Nein, bereue ich keinesfalls. Ich glaube, ich bin Innenminister mit Herz und Seele. Ich bin ein bisschen dazu geworden. Ich bin ja damals so ins kalte Wasser gesprungen. Das ist immerhin 7 Jahre her. Aber ich bin, wenn ich draußen im Land unterwegs bin und ich bin bei den Feuerwehren, da fühle ich mich wohl. Das ist mein Ding. Und auch natürlich das Thema Polizei. Die Polizei wächst wieder, wir haben moderne Ausrüstung, wir bezahlen Zuschläge gerade für Nacht- und Wochenendarbeit so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Also ich würde mal sagen, da ist vieles in Ordnung gekommen, auch das Thema Digitalisierung. Sie finden jetzt in jedem Streifenwagen ein digitales Endgerät, ein Tablet, ein Smartphone. Das war, als ich anfing, noch Papier und Bleistift. So ist das. Genauso bei der Feuerwehr, wir investieren so viel wie noch nie in Brand- und Katastrophenschutz. Dies Jahr 70 Millionen, letztes Jahr waren es 45 Millionen, das Jahr davor waren es 35 Millionen. Und wir bauen die modernste Feuerwehrschule Deutschlands, die jetzt teilweise auch schon in Teilen schon eröffnet wurde. Das wird uns 100 Millionen kosten, aber das ist gut angelegtes Geld. Also nochmal, ich bin Innenminister und ich würde es sehr gerne bleiben. Und ich glaube, viele Kameraden da draußen sehen das so ähnlich. Ja, wobei wir jetzt schon beim Thema sind, mögliche Koalitionen. Die SPD hat 7%, ja, in den Umfragen, relativ stabil. Ist jetzt gar nicht so weit, auch bei der Fehlerquote von den 5% entfernt. Macht Ihnen das Sorge? Es macht mich vor allen Dingen unzufrieden.
7% ist nicht die Marke, mit der ich mich zufrieden geben möchte, keinesfalls, auch wenn das jetzt relativ stabil ist. Und wir haben auch eine Umfrage, die nicht veröffentlicht wurde, zu der wir Zugang haben, wo wir bei 8% liegen. Aber auch das macht mich nicht zufrieden. 8% ist ja die Marke, wo wir herkommen. Vor 5 Jahren waren die 8% unser Ergebnis. Aber ich möchte natürlich, dass das sich ändert, dass wir wieder wachsen. Und ich glaube, Thüringen braucht dringend eine starke soziale Stimme. Sie erleben ja gerade, was mit der Linkspartei passiert. Die zerfällt ja quasi. Man kann dabei zugucken, aus verschiedenen Gründen. Und in der nächsten Landesregierung wird die Linkspartei wahrscheinlich nicht vertreten sein. So ist mal meine Annahme und das teilen viele Journalisten. Was zur Frage bringt, wie Sie es mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht halten? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Frau Wagenknecht, also ich sehe überall Frau Wagenknecht an den Laternen. Die kann man ja hier gar nicht wählen. Und ich sehe immer die Slogans Krieg oder Frieden, weniger Waffen und so weiter. Das ist eine wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Das können wir in Thüringen nicht entscheiden. Hat diese Partei auch etwas zu bieten für Thüringen? Aber sie hat 19% in der letzten Umfrage. Ich frage mich halt, warum? Ist das eine reine Protestbewegung? Oder sagen jetzt die Menschen, ich will Frieden, da muss ich Sarah Wagenknecht wählen? Das ist ein Irrtum. Man kann hier in Thüringen Frau Wagenknecht nicht wählen und man kann auch hier keine Außenpolitik machen. Das geht nicht. Aber da wird der Eindruck erweckt, Frau Wagenknecht liegt ja auch, sag ich mal, knüpft immer höhere Bedingungen für eine Regierungsteilnahme, was wir alles hier in Thüringen erklären müssen. Ich kann durchaus auch die Stationierung von neuen Raketen in Deutschland, sehe ich durchaus kritisch. Aber was führe ich hier für eine Diskussion? Das wird im Thüringer Landtag nicht zu entscheiden sein. Aber sie will uns aufzwingen, irgendwas, dass man das irgendwie unterschreibt und so weiter, was aber völlig wirkungslos ist. Was soll diese Symbolpolitik? Mir geht es um die Realität hier in Thüringen. Das Leben der Thüringer ist mir wichtig. Das soll jeden Tag ein bisschen besser werden. Aber diese Frau denkt, glaube ich, nicht an Thüringen, sondern sie denkt an sich selbst. Und vielleicht die Bundestagswahl. Und dahinter steckt einer im Saarland, der den Kurs vorgibt. Warum nimmt diese Partei keine Mitglieder auf? Warum hält sie Leute außen vor? Ich kann es natürlich machen, wenn ich die Sorge habe, dass da vielleicht Menschen kommen, reinkommen in die Partei, wo es durchaus Diskussionen gibt über den Kurs. Das will die ja nicht. Sie will von Berlin oder aus dem Saarland heraus sagen können, da geht's lang und die Partei folgt mir. Unabhängig davon dürfte eine zukünftige Landesregierung ohne BSW-Teilnahme, denn eine Zusammenarbeit mit der AfD, ATSPD wie alle anderen im Landtag vertretenen Parteien ausgeschlossen, schwierig vorstellbar, ohne BSW zu arbeiten. Das BSW hat es ja selbst in der Hand. Das sind ja durchaus vernünftige Personen, die da eine Rolle spielen. Ich kenne Frau Wolf schon lange. Wir haben auch sehr gut zusammengearbeitet. Sie als Oberbürgermeisterin von Eisenach, ich als Innenminister. Wir hatten immer einen guten Draht. Wir verstehen uns auch gut. Oder andere kenne ich auch, die durchaus auch schon Erfahrung mitbringen und pragmatisch sind. Also diese Partei hat jetzt natürlich die Chance. Werde ich eine pragmatische, an den Problemen der Menschen orientierte Partei mit ein bisschen neuen Gedanken, Lösungsansätzen? Oder werde ich zu einer ideologischen Partei, die aus Berlin gesteuert wird? Ersteres, würde ich sagen, hätte durchaus auch Charme. Also wenn BSW sich aber wie in den letzten Tagen, wie gesagt, Frau Wagenknecht meldet sich immer wieder zu Wort und sagt, das noch und das noch und das noch wird zu Bedingungen gemacht. Über Dinge, die wir hier gar nicht entscheiden. Und Frau Wolf quasi größte Mühe hat, das irgendwie noch zu rechtfertigen. Weil ihr geht es um Thüringen, das weiß ich. Aber die wird ja da untergebuttert, so habe ich den Eindruck. Also ich habe nur den Eindruck, weil sie möchte eigentlich, sie weiß ganz genau, was in Thüringen los ist. Als Oberbürgermeisterin in Eisenach weiß sie, wie marode teilweise dort die Schulen sind, weil sie es halt einfach die Gelder nicht hatte. Und da müssen wir ran. Und da wäre sie für mich eine willkommene Partnerin. Aber wenn sie fremdgesteuert ist, wie soll das funktionieren? Also ausschließen wollen Sie eine Koalition nicht. Es wird ja ohnehin nach der Wahl erst entschieden. Und wurmt Sie das trotzdem manchmal, die Sozialdemokratische Partei als älteste Partei Deutschlands, dass man wie in Sachsen eher auf die 5% schaut? Ich schaue nicht auf die 5%, sondern ich schaue auf die 10% plus X. Und natürlich haben wir als Teil der Ampel, sag ich mal, wir als SPD ein Problem. Weil die Ampel gibt natürlich ein trauriges Bild ab, um es mal so zu formulieren.
wird ständig gestritten. Da einigt man sich auf den Haushalt. Dann fährt man mal in Urlaub. Ich war ja froh, dass sie jetzt alle im Urlaub sind. Ich dachte, dann ist mal Ruhe. Dann kommt plötzlich Herr Lindner um die Ecke und sagt, ach, das mit dem Haushalt, könnte vielleicht doch ein Problem sein. Warum ruft er in dem Moment nicht den Kanzler an, auch wenn der im Urlaub ist, und sagt, Kanzler, hier gibt es noch mal ein juristisches Problem, wie kriegen wir das gelöst? Stattdessen sucht er die Öffentlichkeit. Und die Menschen fragen sich, was ist das für eine Regierung? Die streiten nur und so weiter. Das ist für uns natürlich, dieses Sommertheater, was da veranstaltet wird, ist schädlich. Und da müssen wir uns halt natürlich nicht fragen, warum ist es so, dass die SPD teilweise auch unter diesem Bundestrend leidet. Ich will nicht alles auf den Bundestrend schieben. Ich will mir das da nicht so einfach machen. Ich stehe in der Verantwortung, ich bin Spitzenkandidat. Und natürlich ist es auch meine Aufgabe, deutlich zu machen, wofür stehe ich und wofür steht die SPD. Und das habe ich ja eben gesagt mit unseren 5 Themen. Wir sind die soziale Partei. Wir sind die Partei der linken Mitte. Und wir haben den Anspruch, Volkspartei zu sein. Aber momentan bläst mir halt der Wind frontal ins Gesicht. Und natürlich verfängt es teilweise auch, wenn die Populisten versuchen, irgendwelche geopolitischen oder internationalen Themen nach Thüringen reinzutragen, die aber hier nicht entschieden werden können. Das ist ein Problem natürlich. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Wenn sich die Menschen Gedanken machen, wie sieht die nächste Landesregierung aus, dann werden sie eine Partei da drin brauchen, die fürs Soziale steht. Und bei BSW weißt du nicht, wofür die stehen. Ich weiß es nicht. Bleibt die Frage, welchen Einfluss ein Spitzenkandidat heute noch aus Ihrer Sicht auf ein Wahlergebnis hat. Natürlich. Ich bin ja überall draußen auf den Plakaten auch zu sehen. Und natürlich ist das irgendwo eine Verbindung zwischen der Person und der Partei. Und die Menschen müssen natürlich auch, wenn sie wählen, wählen sie auch Personen. Und wenn sie Personen wählen, wollen sie Gewissheit darüber, kann der das? Ist er kompetent genug? Und ich glaube, ich habe als 7 Jahre als Innenminister unter Beweis gestellt, dass ich es kann. Und schon viel gemacht habe. Deswegen auch den Slogan, der Fairermacher, der Sichermacher und der Mutmacher. Weil ich will machen. Und ich habe das unter Beweis gestellt, dass ich es kann. Das Thema Polizei habe ich eben angesprochen, Katastrophenschutz, aber auch Migration. Denken Sie an die Situation in Suhl, wie es ausgesehen hat, bevor ich im Amt war oder bevor ich zuständig war und wie es jetzt aussieht. Ja, das Thema Migration ist das letzte große Thema unseres inhaltlichen Gesprächs. Im Wahlprogramm führt es jetzt keine übergeordnete Rolle. Aber wie fällt denn der Blick aus? Wo muss geschraubt werden? Wie sieht die SPD das? Wir müssen das Thema so handhaben, dass die Menschen sehen, wir haben es im Griff, der Rechtsstaat funktioniert. Und das Thema irreguläre Migration ist eines, was nicht mehr länger haltbar ist, beziehungsweise wir müssen alles dafür tun, dass es aufgeht, dass es aufhört, dass die Zahlen runtergehen. Weil wir brauchen Akzeptanz auch für dieses Thema. Und das, was wir zuletzt hatten, ich habe es eben angesprochen, die Situation in Suhl, eine Überforderung auch der Kommunen, das geht so nicht. Ich will nicht das individuelle Recht auf Asyl abschaffen. Das ist ein Grundrecht, was uns heilig ist, gerade als Sozialdemokraten. Weil viele Sozialdemokraten mussten fliehen und haben Asyl bekommen in anderen Ländern. Deshalb ist uns das wichtig, aber wir müssen die Migration in geordneten Bahnen ablaufen lassen. Und das, was da gerade passiert oder was passiert in der Vergangenheit gewesen ist, diese massenhafte irreguläre Migration übers Mittelmeer oder über die Balkanroute, das muss gestoppt werden. Deshalb bin ich weiter für Grenzkontrollen, sowohl an den Außengrenzen als auch an den Binnengrenzen. Und wir müssen die Schleuserkriminalität bekämpfen. Das ist die schlimmste Form der Kriminalität. Man muss in Tunesien, um auf so ein liederliches Schlauchboot zu kommen, 10.000 Euro bezahlen. Und dann läuft man Gefahr, noch zu ertrinken. Diese Kriminalität müssen wir mit allen unseren Mitteln bekämpfen. Und wir müssen bei denjenigen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, sofort an der Grenze sagen, stopp, das war's. Die werden gar nicht weiter verteilt, sondern die Asylverfahren werden schnell beantwortet oder bearbeitet. Und dann werden die Leute auch wieder zurückgeführt. Thüringen selber kann da wenig Einfluss nehmen, das EU-Bundesrecht. Ne? Also ich kann über die Innenministerkonferenz natürlich da ein Stück weit Einfluss nehmen. Das tue ich ja auch. Ich unterstütze Nancy Faeser bei ihrem Kurs, die ja mit dem gemeinsamen europäischen Asylsystem mehr geschafft hat als alle ihre CDU-Vorgänger oder CSU-Vorgänger. Weil jetzt haben wir ein System, wo dann auch sichergestellt ist, dass wir in Europa eine faire Verteilung hinbekommen.
Wir müssen das noch in nationales Recht umsetzen, in allen Mitgliedstaaten. Aber wenn das umgesetzt ist, dann kommt nicht mehr der Großteil zu uns, sondern die werden fair verteilt. Weil wir nehmen die allermeisten auf und das ist nicht in Ordnung. Und eins ist mir auch wichtig, wer bei uns Schutz sucht, aber sich nicht an unsere Regeln hält und mehrfach straffällig wird, muss gehen. Und wer bei uns auf die Straße geht und das Kalifat einfordert, der muss gehen. Ich will kein Kalifat. Ich will auch nicht die Rechte der Frauen begrenzen und all das, was da teilweise auch geschrieben steht, was diese Leute wollen. Das darf nicht sein. Ich bin gegen Extremismus jeglicher Form. Und da gehört der Islamismus auch dazu. Und wir werden jetzt auch gesetzlich nachschärfen, dass dieses Einfordern eines Kalifats Volksverhetzung darstellt. Wir haben schon viele Tatbestände für Volksverhetzung. Zum Beispiel nationalsozialistische Grußformen und Symbole. Aber das gehört für mich genauso zur Volksverhetzung, wenn für ein Kalifat geworben wird. Und ich finde es gut, was in Hamburg geschehen ist, dass da diese blaue oder grüne Moschee, wie auch immer, dass die jetzt mal geräumt wurde und dass der Verein verboten wurde. Herr Mayer, alle unsere Kandidaten können eine kurze, direkte Ansprache machen. Da ist das die Kamera dafür. Erklären Sie den Zuschauern der Thüringer Lokal-TV-Sender nochmal, warum man Sie und gerade Sie und die SPD wählen sollte. Viel Vergnügen. Wie viel Zeit habe ich dafür? Sie sagten es kurz und knapp machen. Okay, ich mache es kurz und knapp. Klar und deutlich, kurz und knapp. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Die SPD ist die Partei der Arbeit. Ja, wir haben in der Vergangenheit oft andere Themen in den Vordergrund gestellt. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen uns wieder genau auf das konzentrieren, was wichtig ist für unser Land, für Thüringen. Und es ist ein Unding, dass bei uns die Renten die niedrigsten sind. Es ist ein Unding, dass bei uns, dass wir zwar 10 Stunden länger im Monat arbeiten, aber trotzdem dafür rund 20% weniger verdienen als in den anderen, in den westlichen Bundesländern. Und das sind Themen, die wir jetzt angehen müssen. Und dazu haben wir die notwendigen Rezepte, die haben wir auf unsere Wahlplakate geschrieben. Es geht darum, 15 Euro Mindestlohn, gute Arbeit. Es geht darum, 500 Euro Weihnachtsgeld für Grundrentnerinnen und Grundrentner, also diejenigen, die ganz wenig haben. Wir nehmen das Thema Pflege in den Blick. Pflegen der Angehörige, die uns alle entlasten, das Gesundheitssystem entlasten, aber die viel in Kauf nehmen, die sollen angestellt werden und ein ordentliches Gehalt bekommen für ihre Arbeit. Bildung, kostenloses Mittagessen in Kindergarten und Schule und innere Sicherheit, 1.800 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in den nächsten 5 Jahren. Das sind unsere Themen. Das sind Themen, die Thüringen betreffen. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen. Wir, die SPD, wir haben unter Beweis gestellt, dass wir regieren können, auch ich in meiner Funktion als Innenminister. Und ich würde sehr gerne auch in Ihrem Auftrag dieses Land weitergestalten und zu einem sozial gerechten Land machen. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser Programminterview mit dem Vorsitzenden der Thüringer SPD, Georg Mayer, im Amt noch als Thüringer Innenminister. Wie es nach dem 1. September ausschaut, wird sich zeigen. Gehen Sie wählen, bleiben Sie uns treu, von Altenburg bis Suhl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.